Herr Tichy, lassen Sie mich noch eins ganz kurz sagen. Was in Berlin passiert ist, da sollten wir nicht einfach so drüber hinweggehen jetzt. Sie meinen das Wahlchaos? Ja, das ist ja dritte Welt pur. Das Burkina Faso und noch ein Stückchen weiter südlich. Ich muss Ihnen sagen, das sind Stammeswahlen in afrikanischen Urwäldern. Das hier abgelaufen ist, was sich Berlin leistet, ist für die Nation eine Schande und eine Hauptstadt nicht würdig. Und darüber muss man ernsthaft reden. Das heißt, jetzt geht es um das Abstecken der Claims in der Union. Ich halte die Union in der schwersten Krise dagegen, Spendenaffäre Kohl, ein Nichts, was es sich hier und da bietet. Und ich bin fest der Überzeugung, dass es dazu kommt, da würde ich eine Wette eingehen, Lindner, also FDP, Grüne und SPD. Das wird kommen und es werden Kompromisse geschlossen werden. Ich glaube das. Ich sehe auch sonst gar keine, wirklich keine richtige Möglichkeit. Die Union muss sich finden. Ich halte das für einen ungeheuerlichen Vorgang. Die Union ist auch eine Merkel-Partei. Da hat doch gar keine Programmatik mehr. Die CDU ist doch nichts. Es ist nichts. Es ist wie ein Baum im Wind. Seit Helmut Kohl hat sie aufgehört zu existieren. Und das bedeutet, dass die Union muss sich mit sich selbst beschäftigen. Und da wird die CSU nicht unbeschadet bleiben, um die Frage konkret zu beantworten. Doch mal eine andere Kraft, die aus der SPD heraus heute die Fähigkeiten hätte. Die haben doch gar keinen gefunden. Die haben ihn nicht mal zum Parteivorsitzenden wählen wollen. Und er war dann in der Not der Kanzlerkandidat. Scholz ist ein Berufspolitiker, der besonders unter einer besonderen Form von Alzheimer leidet. Der Mann hat enorme Gedächtnisverluste. Selbst über zentrale Fragen, so ist noch keiner davongekommen in der Bundesrepublik, aber er hat auch die Medien auf seiner Seite gehabt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier auch gewusst, wo er zu stehen hat, auf Befehl, und er hat gestanden. Denn bei jedem anderen wäre der Spiegel mit zwei Sonderausgaben Montag und Freitag erschienen, wenn ein CDU-Politiker gegangen wäre. Die Linke wollte Scholz und sie hat diese Dinge kleingeredet. Er wird als Bundeskanzler, da soll man sich nicht täuschen, wenn die Leute im Amt sind, dann entwickeln sie auch, es gibt ja auch so formale Dinge, die einfach zwangsläufig sind. Ich glaube, der Scholz kann das schon, aber ich weiß nicht, was der Herr Kühnert dazu sagt und die Frau Esken und all die anderen netten Menschen. Es wird lustig für die Bundesrepublik. Herr Tichy, wir machen uns hier keinen Kopf. Was wir hier technisch erleben, hat Berlin jetzt in der Wahl erlebt. Ich war ja heute Morgen selber Zeuge. Und es ist eine Bananenrepublik, in der wir jetzt leben. Und Sie haben völlig recht, statt sich um Gender und irgendwelchen Irrsinn zu kümmern, könnte man sich doch darum kümmern, dass die Wahl nicht parallel ist mit dem Marathon, wo jeder Berliner weiß, sie können nicht durch. Ich musste heute um 8.30 Uhr zum Flughafen, weil ich sonst da nicht mehr hingekommen wäre. Und da findet eine Wahl statt. Es ist völlig unmöglich. Und ich bin nur über eins froh, weil ja alles Biografie ist im Leben, dass prominente Journalisten wie Ulf Poschardt von der Welt daran gehindert worden sind, ihre Stimme abzugeben. Na, der wird wütend. Und ich kann nur hoffen, dass ab morgen ein Trommelgewitter einsetzt. Und der Staatsrechtler, den Sie ja eben hatten, ist ja schön, dass er es auch selber erlebt hat. Es werden sicher auch andere Juristen erlebt haben. Ich glaube, man sollte alle Möglichkeiten ausschöpfen, zumindest die Wahl in Berlin noch einmal zu wiederholen. Jetzt wird ein Machtpoker stattfinden, der gnadenlos ist, denn es geht jetzt um die Rettung der Dienstwagen, um die Rettung der Posten. Und die CDU und die CSU vor allem weiß natürlich, wenn sie jetzt weg vom Fenster sind, dann dauert das weitere 16 Jahre. Dieser Irrsinn, dass jetzt Söder plötzlich auftritt in 4 Jahren, und alles so ein Reset, ist doch völliger Schwachsinn. Die Erfahrung zeigt doch, dass eine Kanzlerschaft nicht so plötzlich zu Ende geht, also nicht nach 4 Jahren. Ich stimme den Kollegen, die bisher gesprochen haben, völlig zu. Es wird eine Ampel geben, schon aus einem Grund, weil Herr Lindner unbedingt mit seiner FDP in die Regierung will. Ich habe bei Ihnen, lieber Herr Tichy, ja geschrieben, der gute Kubicki ist eine reine Galionsfigur, um die Stammtische zu bedienen. Der wird in der künftigen FDP nichts mehr zu melden haben, vor allem mit seinen Positionen nicht. Lindner will unbedingt das Finanzministerium. Damit wird er die rot-grünen Vorschläge alle durchwinken. Sie glauben doch nicht, dass da irgendein Widerlager ist. Und Scholz kann sagen, ich habe keine Volksfront, ich habe
die SED nicht am Kabinettstisch. Man weiß ja auch nicht, ob die überhaupt jetzt reinkommen. Aber selbst wenn die Linke reinkäme, glaube ich trotzdem, es gibt die Ampel, also SPD, Grüne und FDP. Und das wird eine Koalition geben, lieber Herr Tichy. Wir haben uns darüber schon unterhalten in Ihrer Sendung vor 2 Wochen. Die wird ehrlich sein. Wir regen uns jetzt auf über alle Dinge, Strompreiserhöhungen, Benzinpreiserhöhungen, was auch immer. Ob da Herr Scholz sitzt oder Herr Laschet, das wird durchgewunken. Und wenn man sieht, wie Söder vor der Klimabewegung kniet, also sozusagen parallel zur evangelischen Kirche in Deutschland, dann erwarte ich da nichts anderes als das, was jetzt kommen wird. Also ich rechne mit der Ampel, aber es wird noch lange Kämpfe geben, denn es geht ja jetzt um Freunde. Doch ein bisschen den Stock im Ungefähren. Genau. Und die lautet? Wir schauen uns jetzt die erste Hochrechnung an. Demnach käme die CDU-CSU auf 24,2%. Das ist ungefähr, entspricht dem, was wir gerade bei der Prognose gehört haben. Die SPD käme allerdings nur noch auf 25,8%. Da hat sich also der etwas reduziert. Die AfD käme auf 10,1%. Die FDP auf 11,8%. Die Linken liegen immer noch bei 5%. Es ist offen, ob sie reinkommen oder nicht. Und die Grünen kämen auf 14,7%. Die Union ist doch eine Merkel-Partei. Da hat doch gar keine Programmatik mehr. Die CDU ist doch nichts. Jetzt wird ein Machtpoker stattfinden, der gnadenlos ist. Denn es geht jetzt um die Rettung der Dienstwagen, um die Rettung der Posten.